Guten Abend, meine Freunde. Wie geht's euch? Werbung? Das tut mir wirklich sehr leid. Welch eine Schönheit. Äh, welch eine schöne Musik. Dankeschön, mein Freund Selfie. Vielen Dank. Das musste ich verhindern. Minchi ist auch wieder da. Guten Abend, Minchi. Wie geht es dir, mein Freund? Hast du gut geschlafen? Wie war euer Tag? Erzähl doch mal ein bisschen. Expresso-Werbung? Das tut mir aber leid. Soll ich denn Sub kaufen? Achso, der kann mich ja nicht hören, weil ja Werbung ist. Heute war ein sehr schöner Tag. Sehr schön. Das freut mich, Safi. Nicht sehr gut, aber hatte einen lustigen Abend gestern? Das freut mich. Werde ich denn unterhalten gestern? Wie war dein Tag, Herr Bratan? Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Hoffe, dir geht's, geht's auch gut. Ja, mir geht's tatsächlich äh, den, den Umständen entsprechend geht's mir gut, ja. Das habe ich gehört. Ups. Den Umständen entsprechend geht's mir gut, ja. Das war die Werbung schon. Ah, da war die Werbung. Okay, okay. Dann tut mir wirklich leid. Habe ich dich missverstanden. Verzeihst du mir nochmal? Ja, ne? Manny, danke schön für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Schätze ich doch sehr, sehr gern, dass mich wenigstens einer unterstützt hier. Hm? Vielen Dank. Ich habe gestern mit einem Kollegen gegrillt auf der Trasse und zu viel getrunken. Oh, das ist ein schönes Lied. Schade, dass du uns kein, äh, keine Bilder im Discord gepostet hast, aber macht dir nichts aus. Ne? Alles gut. Brauchst du heute was zur Beruhigung? Nein, danke schön, danke schön. Brauchst du etwas vielleicht? Wenn du etwas brauchst, dann sag mir Bescheid. Ich bin doch ganz ruhig. Ja. Oder bin ich aufgeregt? Nein, oder? Ich stehe dir ja ganz normal. Hast du noch was vor? Wie kommst du drauf? Weil ich das Hemd an, Hemd an hatte? Nein, tatsächlich nicht, weil mich wurde ja liquidiert. Ja. Also mit allen Liquidationen komme ich um die zwischen 10 und 13. Die letzten Tage. Dementsprechend habe ich mir heute ein Hemd angezogen, habe ich äh, Vorstellungsgespräche geführt, ja, weil mh, das Geld, ich brauche Nebenjobs und tatsächlich hat mich keiner genommen. Bratan, der Dent-Trade war ein Träumchen, freut mich für dich. Und der Litecoin-Short auch, freut mich für dich. Wenigstens einer, der meine Profite mitgezogen hat. Deshalb meine ich ja, was zur Beruhigung. Nein, ich bin ja total ruhig. Bei McDonald's brauchst du kein Hemd. Hab ein Foto im DC geschickt, Bratan. Sehr gut. Kennt das Lied jemand von euch? Nee, ne? <laughs> schön. Sehr, sehr schön. Der Baum gefällt mir. Der Baum gefällt mir. Sorry, gestern war ich dann schon zu betrunken. Alles gut, Micky, alles gut. Das ist das äh, Graserbier hier. Kenne ich? Kenne ich absolut nil? Äh, nil, ne? Null. Sorry, null. Habe ich äh, versprochen? Hm? Ja, genau. Da war ich heute auch Vorstellungsversprechen, weil äh, durch die ganze Liquidation habe ich ja leider nicht mehr so viel Geld. Und äh, ja. Muss ich ein paar Nebenjobs annehmen, ne? Um das Leben der großen der großen äh, Dubaianern, die ihre Plattformen Trading-Plattformen äh, hier haben, dass ich denen quasi einen neuen Lambo kaufe, weißt du? Ja. Ja, genau. Hm? Wie geht's euch sonst? Erzählt doch mal. Wie war dein Tag, Mandy? Safe hat es ja schon gesagt. Ein Träumchen war. Ist ein bisschen zu laut die Musik? Ja, ne? Steht mir das Hemd nicht, oder was? Meine Gambler im grille habe ich ja ex angezogen, weil ich ja gegambelt habe. Haare habe ich auch nicht gemacht. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Stress auf Arbeit, nicht geschlafen letzte Nacht, sonst alles tut die. Hey, wieso schläfst du nicht? Warst du wieder auf Wachse oder was? Warst du wieder in Polen bei deinen Kollegen? Nein? Okay. So. Wollen wir direkt rein? Mein BTC-Short wurde wegen 15 Dollar im Stop-Loss getötet. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Aber ich fühle ganz genau, was du sagst. Mich hat unter anderem eine Mücke geärgert. Tschechien, nicht Polen heißt das. Äh, was? Waren aber nur 0,6%. Das ist ärgerlich, Brudi. Aber ich wurde hier auch, aus, auch ausgestoppt. Mein Long wurde hier ausgestoppt. Ja, bei diesem kleinen Weg. Ja, dumm gelaufen. Ja, mein Litecoin. Long auch ausgestoppt. Mein Bitcoin long, mein anderer Bitcoin long. XCP habe ich zu früh geschlossen. Mein Short habe ich zu früh geschlossen. XCP, sonst hätte ich ja easy going, 1000% oder so. Ich habe ihn ja hier geschlossen. Hier habe ich ihn geschlossen. Ja. Und ich habe hier quasi eine Long-Position aufgemacht, auf dem Weg nach unten hochskaliert. Und hier natürlich äh, leider auch ausgestoppt, mein Long. Ja. Alles wird gut, Brathan. Profits and Profits, Bratula. Ja, genau. Ja. Profits and Profits. Deswegen heißt es jetzt für uns, der Brathan muss auf Twitch und Kick durchziehen. Ja. Ja, jetzt habe ich nicht mehr so viel auf der Börse. Also auf allen drei. Äh, ja, auf Börsen habe ich jetzt äh, nicht mehr so viel drauf, weil ja alle drei ausgestoppt sind. Hm. Ja. Und wie geht's euch sonst? Alles gut? Ja. Soll man gleich in den Charts reingehen oder soll man noch ein bisschen warten, bis die ganzen äh, Hüpfer da sind? Peter, wie geht's dir, mein Freund? Alles gut? Kommst recht spät, Pilon. Normalerweise bist du eigentlich ein, einer der Pünktl Geld kommt und geht, Blattern. Wichtig äh, ist deine Gesundheit. Da gebe ich dir zu 100% recht, ja. Da gebe ich dir zu 100% recht. Aber das gehört dann natürlich dazu, ne? Wenn du dich als Soldat äh, anmeldest oder das halt ne, ausüben willst, dann musst du natürlich auch mit der Konsequenz leben können, weißt du? Sehr gut, Bratano, dir er war noch am äh, Brutzel. Mir geht's auch gut. Na, den Umständen entsprechend geht's mir gut. Na, heute viele Termine gehabt, viele Vorstellungsgespräche und so weiter und so fort. Wie du siehst, ich habe ja ausnahmsweise ein Hemd an. Ja. Hemd, Steht man das Hemd? Ja. Darf ich mich bei dir bewerben? Äh, ich suche selber Arbeit aber nutzlos. Wenn du mir sagst, wie ich dich bezahlen kann. Ach so, auch. Steht dir gut, Blattan? Dankeschön, Pilon. Sehr nette Worte von dir. Vielen Dank, mein Freund. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Baut mich extrem gut auf. So, zu, zu pünktlicher Stunde. Soll man gleich loslegen oder noch ein bisschen warten? Wie ihr wollt, ihr entscheidet das. Ihr entscheidet das. Let's do this. Was? An anderen sind meine Supports. Okay, schauen wir mal direkt rein. That is interesting. Seht ihr das? Du schäf ich nix? ja. Ein wunderschönen Geschäftsmann in wunderschönen Hemden. Dankeschön, Safi. Ich küsse doch. Ich küsse dich doch. Ne? Ja, nur mal meine Haare nicht gemacht, aber egal, scheiß doch. Können wir so machen. Das war ich ein bisschen, äh, sehr schöner Chart. Punkt A. Punkt B, sehr wichtig. Die weiße Linie bei 28.440. Sehr, sehr wichtig. Da könnte man tatsächlich nicht noch überlegen. Sein Long zum Vergrößern. Und das wäre eigentlich der entscheidende Punkt. Jetzt weiß ich nur nicht wegen der EMA, ob der die nochmal hier unten antestet. Weil, lass mich mal schnell gucken, weil ich habe die Linie, glaube ich, auch. Ja, Safi, gleich. Frauen zuerst. Weil ich weiß nicht, äh, welchen Chart du hast. Falls du den Wick hier und runter hast, guck mal, ob das. Dann ziehst du halt eine Linie hier drüber. Ja, mach's, mach das mal so. Zieh das mal hier drüber und guck mal, ob das auf die Moving Average zutreffen könnte. Sorry. Weißt du, wie ich meine? Hab heute mein ganzes Kapital in Deutsch gesteckt. Gehen wir gleich rein. Aber ansonsten ist es ein sehr kleiner Chart. Lass ich mal so stehen hier bei mir. Muss nur gucken, wo ich Platz habe. Hier habe ich Platz. Soll das sich verstehen? So, sefi Jan chart schauen wir uns auch an. Ist die Musik zu laut? Wenn sie zu, äh, zu laut ist, bitte Bescheid sagen, ja? Bratan, was ist heute mit deinen wunderschönen Haaren? Fanda! Äh, weiß ich nicht, ich hatte keine Zeit. Ich wollte euch nicht lange warten lassen. Ich, ja? Direkt vom Vorstellungsgespräch, direkt rein in. Am PC. Ne? Bratan, niemals. War nur Spaß? Heute versteht der Bratan sehr gut Spaß, wie du siehst. Ne? So, Seifi, was haben wir da? Warte, ich muss ein bisschen rauszoomen, dass ich auch. Okay, jetzt. 27.950 27.950. Die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt, wie kommst du auf dieses Target, wenn ich fragen darf? Fip? FIP und POP. Ah, okay. okay, Das ist natürlich was anderes. Ich würde erstmal 28,5 im Auge behalten. Ich brauche hier gar nicht sagen, ne? Mandy, ich, äh, Grüße genauso. Ne? 28 28.400. Dieses High zum Beispiel, ne? ich weiß ja nicht, welchen Chart du benutzt, der ist ja manchmal ne? zu Börse zu Börse ein paar Dollar unterschiedlich, dass du erstmal das im Auge behältst, was halt hier passiert. Ne? Aktuell sieht es halt, äh, halt bearish aus, ne? ganz klar. Ne? Bybit, Perpetual. Aktuell sieht es halt bearish aus. Ist ja genau das eingetreten, wovon, wovon ich Angst hatte, dass wir quasi herunterbrechen und eine 4 stunden Kerze runterschießen. Das sieht jetzt für mich erstmal bearish aus. Im Groben und Ganzen würde ich auf diesen Support achten. Bei 28.400, also 500 rum. Ja, je nach Börse. Also quasi auf dieses High würde ich jetzt ähm, acht geben, was hier passiert. Findet er Support, findet er keinen Support, bricht runter wenn er nächstes Mal, wenn er nächstes Mal, wenn er nächstes also wenn er hier drunter bricht, dann wäre die weiße Supportzone dann die wichtigste. Ja. Noch sind wir im Daily Ribbon. Noch sind wir im Daily Ribbon, ja, das, das, das stimmt allerdings, aber. Weiß nicht. Ist halt echt bearish, ne? Ist halt echt bearish. Vier Stunden Chart, bearish und so weiter und so fort. Wanda, wieso? Gefallen dir meine Haare nicht? So? Oder soll ich so schnell den Bart sch schnell machen für dich? Ja, kein Problem. Eine Nachricht. Mandy, ganz stark, ganz starker Auftritt hier. Ganz stark. Sieht sehr wuschig, wuschig aus. Powerlocke. Gefällt dir das? Dann lasse ich das so. Wenn es dir so gefällt, dann lasse ich das so. Ja, wenn man nach Vektorkennels geht, wäre es der mittlere Kreis. Sehr cleaner Chart, sage ich dir ehrlich. Ne? Gefällt mir. Und das freut mich. Schickst du mir nachher auch ein Bild von dir? Zur Beruhigung? Am besten... Uh, 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 schein, egal. Wie geht's einfach, da? alles gut. Warte, ich mach vier Stunden Schad raus. Äh, Daily raus. Lieber nicht, sonst kannst du nicht mehr schlafen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, dann lieber nicht, dann lieber nicht. Hm. Oder nachher hat deine Freundin was dagegen. Und ich möchte da nicht irgendwelche Beziehungen kaputt machen. Hm. Alles bestens, danke, Brudi. Ich habe zu Danke. Ich habe zu Danke. So. Das Wichtigste zuerst, was hat die Dominanz gemacht? Aha. Meiner Meinung nach preist der Markt gerade in den äh, Zinsentscheid ein. 98% gehen davon aus, dass es erhöht wird. 98%. Musik wird lauter, wieso auch immer. 98 schon viel. 98 schon sehr, sehr viel. Barish. Clash Royale war seit paar Tagen schon so. Ja, aber da hat er 98%. Na ja, gut. Warte, ich muss mal kurz gucken. Einen Moment bitte. Loading, please wait. 98%? Ja, gut, ich habe das nicht im Auge gehabt. Bei mir ladet das die ganze Zeit. Telegram. Loading, loading, loading. Warte, ich mach, starte mal neu. Telegram. Immer noch loading. Das ist aber kein gutes Zeichen für 98%. Das geht irgendwie nicht. Bei mir steht immer Loading. Der eine Kollege, der mich gerade im Discord angeschrieben hat. Der ladet das Bild nicht. So, wo sollen wir jetzt noch rein, meine Freunde? Äh, warte kurz. Okay. Mein Telegram? Also ich habe ich hab irgendwie das, irgendwie das Gefühl, dass mein Telegram irgendwie jemand anders hat, weil geht nicht. Ah, jetzt irgendwie. Äh, da müsstest du mal fragen, äh, Kollege, äh, da müsstest du mal fragen, wie alt das Bild ist. Ah, dann kann ich es besser analysieren. So, wo waren wir im Chat, ne? Ich denke, wird wieder 0,25 sein. Ja, äh, hast du es vor ein paar Tagen gesagt? Ja, ne? Warte, ich... Ja, du hast es gesagt. Ja, das sag ich doch. Ähm, wo soll man da jetzt noch reingehen? Die ganzen Charts sehen ja gleich aus. 210 Zuschauer. Ah, runterladen. Zu solchen miesen Zeiten wie heute. Dodge? Ja, da habe ich heute irgendwas gesehen. Da habe ich heute irgendwas gesehen. Twitter, Elon Musk. Mein gut alter Freund, der schuldet mir heute noch Geld. Wenn du das siehst, Elon Musk. Wuff, wuff. Ja, der Mensch, der Twitter einfach zum Hund gemacht hat. Der hat Hund äh, einfach Twitter zum Mund gemacht. Nicht Hund zum Twitter, sondern Twitter zum Hund. Ah, gefällt mir nicht gefällt mir nicht gefällt mir nicht Panchei, wie geht's dir? War mit 66 Dodge Long 100% Gewinn, 20 Cent oder so. Besser ein herrlicher Tag heute, oder? Ein wirklich herrlicher und derber Tag zugleich. <laughs> Kannst du dir äh, KSM anschauen? Yes, Sir! Einfach KSM äh, eingeben, also KSM einfach in Chat schreiben, äh, KSM//OSDT und dann kann ich mir das Copy and Paste, ne? Ich denke mal bei Binance, ne? Meine Shortbots sind so pappensatt, meine leider nicht, ne? Dankeschön, guck mal, jetzt kann ich es mir easy line kopieren und fertig, ne? Binance dann wahrscheinlich, ne? Meine, äh, meine Longs wurden alle ausgestoppt, ne? Wie du siehst. Heute war, bin ich im Hemd, war auf einigen Vorstellungsgesprächen unterwegs, weil ich habe ja insgesamt, wenn ich mal alles zusammenrechne mit den, mit, der letzten, mit den letzten Trades, habe ich vielleicht 12 oder so verloren. 12, zehn oder so. Also ich habe nicht mehr auf den Börsen viel. Ne? Oh, was soll ich dann schauen? Was soll ich dann schauen? Was soll ich hier anschauen? Man braucht einfach mal was fürs Gemüt. Wenn alle Trades schief gehen, haha, da freut man sich auch über den kleinen Beträge. <laughs> ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber mir hilft das nichts. Ne? KSM ist äh, noch nie gehört. Ich habe so einige Coins noch nicht gehört, was hier Leute schon gesagt haben, aber wir machen das sehr, sehr gerne. Lass mich mal schnell gucken, aber das würde keinen Sinn geben hier. Ja, würde nicht. Touchpoint, 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 Breakout, Mache ich kurz den Ribbon kurz weg? Wisst ihr, was mir heute aufgefallen ist? Wisst ihr, was wir schon ewig nicht mehr geschaut haben? Tesla. Tesla haben wir nicht angeschaut. Wir gehen gleich mal in den Charts rein. Ich will euch mal was zeigen. Hm? Ah, Rang 141 auch kein Market Cap. Ich weiß gar nicht, was sie machen, aber. Also sieht auf jeden Fall bearish aus, dank Bitcoin wahrscheinlich, weil ne, Bitcoin ist quasi der, äh, der Führer, also ne, der Marktführer. Nicht bitte falsch verstehen, liebes Twitch-Team, so meine ich das nicht, sondern sollte Bitcoin in eine Richtung gehen, dann zieht er natürlich alle mit. Ne? Es gibt halt äh, einige Ausnahmen. Falls du hier drin bist, ich weiß jetzt nicht, bist du spot oder short, long? Ich würde tatsächlich auf das hier achten. Auf diese zwei los. Sage ich es ehrlich. Sollte der bei 21 Dollar Support finden, würde ich den Longen. Könnte man machen, ja. Du meinst bei 21 32 was, dann, was geht? Genau? Und leicht auf dem Weg nach unten hochskalieren, maybe? Meistens bin ich short. Die Meme Coins pumpen eh immer nur und long lohnt sich fast nie. <laughs> ja, ja? Nix bei dir? Ah, ich habe heute Vorstellungsgespräche gehabt und so weiter und so fort. Hm? Ich habe einige, ja äh, einiges an verloren hm, durch den Job äh, heute. Ja, genau. Äh, Dings äh, wollten wir da reinschauen. Ne? Tesla. Pass mal auf. Ja, ihr erinnert euch, euch an meine rote Linie von oben, oder? Wo der Kurs hier war. Erinnert ihr euch? Hm? Vorstellungswürdig, als Klimakleber. Äh, ja, verschiedene Jobs heute äh, versucht anzunehmen. Weil, wie gesagt, meine Longs wurden ausgestoppt. Ja, dementsprechend habe ich einiges, einiges, einiges verloren. Also zwei Bitcoin-Longs, äh, äh, XRP-Long, Litecoin-Long, alles ausgestoppt im Minus. Im gewaltigen Minus. Deswegen Vorstellungsgespräche. Digi, ich sagte gestern noch, ja Dollar-Cost-Average mache ich schon seit 2016. Das bleibt da, wo es ist. Ich Dollar-Cost-Average immer noch, bis zum nächsten Bullmarkt, egal wo der Kurs ist. Ich rede vom Traden. Es geht mich erstmal nichts an. Nur beim out geht es mich was an. Deswegen heute ein bisschen chillige Musik. Ja, zum Runterkommen. So, wer massiert mich jetzt? Ne, erinnert euch an die Lote-Linie? Äh, Lote, genau, Lote äh, an die Lote-Linie? Ich massiere dich gerne. Du bist herzlich willkommen, Seifi. Brauchst so du Teilmassage? massage war die lecker? Meine Talent. Nein, danke schon. Nur mit Happy End will ich das manche. Ich bin zwar mal aber verzichte ich hier leider. Ja. Okay. Gut. Bin ich denn nicht braun genug? Ne? Rote Linie, guck mal, wo der ange, äh, angehalten hat. Ne? So viel dazu. Ich habe sie nicht verstellt. Ihr müsst mal gucken in irgendwelche Videos, in VODs. Ne? Drei Touchpoints oben, zack, guck mal, wo der angetestet hat. Ich habe ich hab deine Booty noch nicht gesehen, da kann ich es jetzt nicht sagen. Okay, warte, wir machen das so. Ich zeige dir meinen Booty in äh, Dreiviertelstunde. Um 19 Uhr zeige ich dir meinen Booty, ja? Bitrex, was geht? Aber nur erstmal vorne, weil auf Twitch äh, wir müssen uns ja... Äh, wir müssen ja aufpassen, ne? So. Genau, Bitcoin, ne? Bearish, bearish, bearish. Vier Stunden Kerze. Unter der massiven Widerstandsbox, meiner Meinung nach. Aber Ratan, ich muss in 10 Minuten meinen Bruder abholen fahren. Absolut kein Problem. Schick mir eine private Nachricht auf Discord, ich schicke dir dann mein Booty. Aber nicht, dass dann deine Freundin sich von dir trennt. Hm? Das möchte ich natürlich nicht, ne? Schick dann einfach in die DC, ja, zum Beispiel. Dankeschön, Minchi. Äh, Min du bringst mir wenig zum Lachen, ein bisschen. Kapi. So, haben wir noch irgendwelche Fragen hier, meine Freunde? Wie sieht's bei euch aus? Wurdet ihr ausgestoppt? Wurdet ihr nicht ausgestoppt? Welche Trades wurden ausgestoppt? Seid ihr Short? Seid ihr Long? Bossagero, du hast doch bestimmt eine Short-Position offen, so wie ich dich kenne, mit 100x, prozent. 100 pro hat er eine äh, Short. Meine Shorts und Bots wurden nicht ausgestoppt. Glückwunsch, Manschei. Glückwunsch. Ja, eine Frage hätte ich noch, sehr gerne. Wenn Lambo? Ach, Krise, Bruder, Krise. 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 Wo ist mein Autoschlüssel? Will er auch gehen? Geht doch auch, oder? so ich muss mal schnell ähm, der da schauen. X9. okay bmw ist gut hatte ich früher auch mal mhm. ja ich mag kein bmw ich hatte damals den ersten einser der war toll wirklich solange es kein äh, x6 ist alles gut Wieso? Es ist ein X6. X, X. Nein, X5 ist das. BMW hat die beste Automatikfahrer, aber Schalter. Findest du? Bist du schon mal Porsche gefahren? Link Trade vor zwei Tagen geschlossen. Das stimmt, da war doch was. Da war doch was. In so einen Genuss kam ich noch nicht. Das ist aber schade. Oh, vielleicht klappt's mal. Ich liebe diese Türen. Vergleiche mit normalen Autos. Hä, Porsche ist auch normal. Porsche ist jetzt nicht irgendwas. Hm? Ich liebe Altcoins. Ich nicht, ne? ich nicht. Ja, wenn du mal, wenn es, also meine Meinung nach, wenn es mal hart auf hart kommt und du brauchst ein Geld, dann finden wir ihn zu am meisten mit Altcoins. Am besten Short gehen, wenn Bitcoin fällt. Am besten Long gehen, wenn Bitcoin steigt. Was ich ist bestimmt gar nicht mehr da. Ne? Schade. Geschlossen. Sehr nice. Hat er nicht angetestet oben, ne? Hat er nicht angetestet. Schade, Mammalade. Ein Bekannter äh, betreibt nur noch Shortbots. Der sagt, Krypto droppt eh immer nur. <laughs> ja, das ist halt ne? Das ist halt Wenn die Dominanz steigt und die, die Dominanz ist ja in der letzten Zeit, hier kannst du ja selber sehen, die Dominanz ist ja extrem angestiegen. Was heißt extrem angestiegen? Die ist halt von äh, 40% auf... Ja, 50. Knapp über 50. Ne? Das ist doch das Gute dann. Aber es, es, geht, natürlich auch, es geht natürlich auch anders. Wenn die Dominanz natürlich fällt, dann steigen die Bitcoin, äh, Bitcoin ich sagen. Dann steigen die Altcoins. Sollte jedem klar sein. Und ne? die Dominanz ist hier extrem gut, extrem gut angestiegen. Was ein gutes Zeichen ist. Ne? Aber stell dir mal vor, du hast BTC bei 60k gekauft. Ich würde sterben. Es ist jetzt viel zu viel. Im Discord habe ich sogar. Ich habe äh, bei 58.000 habe ich gekauft. 0,2 Bitcoins. Und nur als Beispiel. Hätte ich jetzt die ganze Zeit nicht per Spot gekauft oder früher, also die Monate davor. Sagen wir mal, ich hätte bei 58.000 0,2 gekauft. Habe ich ja gekauft. Aber stell dir einfach mal vor, und die anderen weiß komplett weg. Mit meiner Denkweise. Selbst wenn er auf 1000 fällt, ich, ich würde mich nicht aufregen. Oder auf 2000, auf 3000, 5000. Ich würde mich nicht aufregen, Bruder. Ich würde mich einfach nicht aufregen. Das Gute ist, umso mehr er droppt, also selbst wenn er jetzt, jetzt sage ich mal, er droppt jetzt auf 5000. Also Bitcoin droppt jetzt auf 5000. Jetzt stell dir mal vor, ich kaufe nochmal 0,2 oder 0,4. Wie hoch, also wie niedrig ich das von oben das skaliere das ist enorm. Das hatte ich auch gekauft, FTX. Äh, mach damit gut, minus. Und was machst du jetzt mit deinen 0,2 BTC bei 58? Weiter. Einfach liegen lassen, Uli. Einfach liegen lassen. Es ist jetzt so ein Beispiel. Ne? Ich habe ja gesagt, hätte ich nur einmal gekauft. Mit meiner Denkweise. Ich würde mich da nicht auflegen. Absolut nicht. Wer 2017 überlebt hat, du musst dir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du, ob du von dieser Zeit-Timeframe kommst. Ah, 2017. Warte kurz. Warte, warte, warte. Index, ich bete für dich. Du brauchst nicht beten, Rudi. für mich braucht keiner beten. Hallo, für mich braucht keiner beten. Schau mal, 2017. Ich war hier komplett live dabei, von vorne bis Ende war ich komplett dabei. <laughs> weißt du, was es hier hieß? Bitcoin geht auf Null. Oh mein Gott, verkauf alles. Oh mein Gott, ich habe nicht mal einen Satoshi verkauft. Ich habe 2017 angefangen, da war der BTC bei 2K. Wer das, wer das, wer diesen Run mitgemacht hat und diesen Bärmarkt mitgemacht hat und nichts verkauft hat, weiß ganz genau, wovon ich rede. Aber merkt euch eins, wenn ihr weiter so macht, dann werdet ihr diesen Bullmarkt, ne, diesen Bullmarkt mitnehmen, diese Erfahrung hier mitnehmen und dann seid ihr für den nächsten Bullmarkt und Bärmarkt. Ja, da kann euch niemand was erzählen, weil ihr wisst, wie es läuft. Wie gesagt, für mich brauchst du nicht bieten, Uli. Bei mir ist wirklich alles tip top ja, Besser könnte es gar nicht laufen. Ich würde mir sogar wünschen, ja, was heißt wünschen, wünschen, ist falsch gesagt. Ich sehe ja Bitcoin tatsächlich noch bei 12.500. Das sage ich hier schon seit zwei Jahren. Live. Mhm. Mhm. Äh, genau das. Man sollte eh nur das Geld investieren, was man äh, verlieren kann. Wer investiert, um schnell reich zu werden, hat investieren nicht verstanden. Meine Meinung. Safi, vollkommen richtig. Besser könnte ich es nicht ausdrücken. Vollkommen richtig. Und das ist der große Fehler. Der eine schafft es mit irgendwelchen äh, äh, lucky Alcoins, wie zum Beispiel Paper oder sowas, 100 Euro rein, 5 Millionen raus. Gab es ja so also einen Typ. Passiert halt, ne? Bei mir leckt alles irgendwie. Okay, jetzt. Gonzo, wie geht's dir? Keine Ahnung, ich bin ein schlechter Trader. Achso. Hat nichts mit Trading zu tun. Er ist es halt... Äh, Deshalb, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, wo du halt Bitcoin in, 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 uh, in nahe Zukunft siehst. Was heißt nahe Zukunft? 2, 3, 4, 5 Jahren. Es gibt kein Coin, keine Aktie auf der Welt, die 100% safe ist. Man kann überall Geld, sein Geld verlieren. Das ist das Risiko. Genau. Umso mehr Risiko du reinbutterst, umso mehr könnt, kannst du natürlich rausholen oder dementsprechend halt verlieren. Ne? Wenn Blackrock den BTC-ETF veröffentlichen kann, dann kann ich mir einen Kursanstieg vorstellen. Aber wie viel, keine Ahnung. Meine äh, Crystal Kugel ist in der Werkstatt. Also meine Preisziele für nichts nächsten sind ja klar. Das sage ich schon auch seit drei Jahren. Also drei Jahren ist falsch gesagt. Seit dem all time von Bitcoin. Mein all im nächsten Zyklus liegt zwischen 100.000 und gesunden 100.000, 150.000 und 220.000. Da sehe ich Bitcoin tatsächlich. Das ist mein Target, wo ich auscashen will. Ich denke, 150, 200 K sind realistisch. Ja. Ich sag's ehrlich: 100 K ganz easy. Ja, jetzt pass auf: jetzt kommt, äh, jetzt kommt das äh, Gute dran. Jetzt kommt der Witz dran. Wenn Bitcoin über 300 K geht, wäre ich nicht überrascht. Sage ich dir so, wie es ist. Alles über 400 K wäre ich überrascht. Das wäre zu viel. Das wäre viel zu viel. Aber wer weiß, was in, äh, in zwei, drei Jahren oder vier Jahren passiert. Ne? Das weiß halt keiner. Keiner kann in die Zukunft sehen. Aber ein Drop auf 15 bis 12K vorher auch realistisch. Da sehe ich ihn tatsächlich an. Das ist meine Meinung. Durch einen massiven Crash im allgemeinen Markt. Nicht nur Bitcoin, nicht nur Krypto, sondern allgemein. Es ist viel zu viel Geld im Spiel. Viel zu viel Geld. Durch Corona, durch das, durch das, na ihr wisst doch. Hordelst du nicht, nur Bot Trading? Ich glaube, der hortelt nicht. Ich habe ihn, glaube ich, vorletzt. Vorgestern vor ein paar Tagen habe ich ihn gefragt, wo der gefordert hat. Ich glaube, der hat kein HODL-Portfolio. Nein, das wirst du, das wirst du ändern, sage ich dir so, wie es ist: das wirst du ändern, sobald du dich mit allen anderen auseinandergesetzt hast. Weil denk dran: ne? 50% von deinen Trades, maxi also jetzt nur grob gesagt, ich bin kein Scheuerberater, 50% oder 40% von deinen Trades müssen ja weg. Ne? Die müssen ja verscheuert werden. Aufpassen. Ganz wichtig, ganz arg wichtig. Ne? Bitte nicht unterschätzen, sondern du musst alles melden. Du stehst in der Pflicht. Weil nicht, dass du irgendwann mal das Land, ich weiß ja nicht, welchem Land du bist, nicht, dass das Land irgendwann mal sagt, ey, äh, Bybit oder keine Ahnung, wie die ganz Max oder sowas, bitte mal die ganzen Kundendaten aus Deutschland an uns geben, sonst dürft ihr hier nicht sowas anbieten. Dann hast du natürlich den Salat, wenn du da nichts angegeben hast. Ne? Ganz wichtig, Steuerberater fragen und so weiter und so fort. Nimm das nicht so auf die, auf die Schulter, weil du kommst ja von zwei, ne? einige kommen ja von 2017, die können das auch bestätigen. Ich lüge ja nicht. Na, da gab es ja einige YouTuber aus Deutschland, die haben Krypto, Bitcoin, Ferrari gekauft und so weiter und so fort, aber Steuern unterschätzt. Und oh heute gibt es die Leute gar nicht mehr. Hm? Äh, wollen wir eine Wette abschließen, dass du spätestens zum Halving-Spot kaufst? Ich denke nicht. Oha, heute im Hemd, sehr hübsch. Dankeschön, Zoll. Gefällt dir das? Ja, ich hatte heute viel zu tun. Ich ähm, war auf Bewerbungs Bewerbungsgesprächen unterwegs. Ne? Durch den Job von Bitcoin. Wir haben ja gesagt, wir haben ja die letzten Tage gesagt, sollte ein 4-Stunden-Chart... Warte, ich mache passende Musik an. Warte. 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 Sorry? Ich bin nicht vorbereitet. Du hast mich jetzt überrascht. Ist das das? Hier. Ja, was soll ich sagen? Also. Wir haben ja gesagt, sollte Bitcoin aus dieser Resistance Box oben au unten ausbrechen? Ein bisschen leiser, das ist ein bisschen zu laut. Und ausbrechen, eine 4-Stunden-Kerze runterschließen, dann bin ich auch bearish und leider ist das passiert und meine ganzen Trades wurden natürlich im Minus ausgestoppt. Plus, Minus, wenn ich alles zusammenzähle, bin ich auf bis zu 12, 13 Bitcoins habe ich verloren insgesamt. Deswegen war ich heute viel unterwegs, ja, auf Vorstellungsgesprächen, weil ich brauche ja einen neuen Job. Ja, ja. so. Um, wenn man Erfolg, äh, Erfolg getradet hat und das Geld liegen lässt, ein Jahr ist das nicht schreiflei. Nein, ist es nicht zuerst so, mal gescheitert übrigens. Flashback, willkommen. Wenn du Fragen hast, du mal raus damit. Ich mache nur Bot Trading. Trouble Man, Marvin Guy. Flashback, danke für die Follower. Das Lied ist wunderschön aus meinen lieblings sind Ziemlich beste Freunde. Ich liebe das Lied. Ein Song? Nee, heute spielt, heute spielt der Bratan seine eigenen Songs. Ja, Bratan ist heute schlecht gelaunt. Sorry, ich hab's nur halb mitbekommen. Du brauchst einen Job? Ja, ich heute auf vier Vorstellungsgesprächen und sowas. Ja. Oha, wieso? Ja, ich habe viel verloren, Brudi. 13 Bitcoins insgesamt mit allen ein Herz verbraten. Was ist denn da los? Ja. Ja. So, oder lieber Aufstehen? Soll ich lieber Aufstehen aussehen? Auch schon. Wow. Weiter? Weiter? Und jetzt alle. Nee, lass mal. Schnauze. Der Bratan kann sich nicht verändern. Jetzt habe ich euch 45 Minuten lang so hops genommen und keiner hat es gemerkt. Sag jetzt einmal, der Bratan hat sich auf. Was soll ich lassen? Ja war gut war es gut war es gut auf den Charts zu, zu gucken ach so ach ja. habe ich euch alle aufs genommen junge 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 junge, junge. das kannst du dir nicht ausdenken <laughs> ja es stimmt. meine Long Positionen sind ausgestoppt worden aber Brudi Brudi Wartet auf morgen, morgen. Morgen gibt's einen guten Stream. Hm? Achso, ja, scheint so. Mhm. Wie geht's euch? So, wie geht's dir? Alles fresh? Was gibt's morgen? Morgen fahre ich zu so einer oder anderen Mutter. Außerdem mit George, oder? Ja, Bitcoin, also nicht mehr Richtung 12K. Äh, ja, immer noch, immer noch. Erwartest du BTC auf 28.400? Das ist eine gute Frage. Ich nehme mal kurz einen Chart. Sowas sehe ich sehr, sehr realistisch. Ne? Sowas sehe ich sehr, sehr realistisch. Gar keine Frage. Das Wichtige ist 28.400. Also 28.440, je nach welcher Börse du bist. Ne? Trading Views selber anschauen. Wenn dieser Support natürlich nicht hält. Dann geht es weiter bergab und das ist eigentlich hier der, der wichtigste Support, ja. Diese blaue Linie nach oben, genau. Muss jetzt wieder los, wir sehen uns. Vinci danke schön, dass du da warst. Guck mal, keiner sagt was. Bratan, hast du gut gemacht. Nichts, gar nichts, Alter. 40, 40 Minuten habe ich euch schmoren lassen, ne. Der nächste Support bei 27.200. Let's show us. Sehen uns heute? Wieso, kommst du vorbei? Ja, 27.4 und 27.2, ja. Bratan, ich will dem Look. Muss Frau helfen wir Kochen? Okay, okay, okay. Okay, ganz so. Mach das. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich komme dann. Soll wie geht's dir? Alles gut? Also bei 27, 27, Also bei 27.450 äh, minus 200 äh, Clip. Äh, dip, bevor es äh, dann letztes Mal. Wieder hochgeht, finde ich realistisch. Ich möchte dich einfach nicht zum Hund machen. Deshalb habe ich nichts gesagt. Du kannst nicht spielen, musst mir das verkneifen. Das würde ich jetzt auch sagen. Ne? Ist ja all, all in all immer noch bullish, oder? Im Großen und Ganzen ja. Im Großen und Ganzen sieht ja alles noch, ja, was heißt gut aus. Seien Sie was, was uns hier helfen konnte, ist, könnte, ist. Ja, äh, stark, ne? Äh, die weiße Linie, ne? Das könnte uns tatsächlich nochmal helfen, hier nochmal drüber zu kommen, anderweitig, ich weiß nicht. Ja. Wie gesagt, der wichtigste Resistance hier, Resistance, Resistance Box, ja. hier diese Box, ja. das ist ja das, das größte, der größte Widerstand, beziehungsweise die blaue Linie ist der größte Widerstand beim, äh, beim, beim Bitcoin, vorerst, ne. Und darüber zu kommen, ist halt nicht leicht, ganz, ganz ehrlich. Zwerg hatte heute Morgen einen Radunfall. Oh mein Gott, Knie aufgeschlagen und der halbe Nagel vom. Oh, bitte sag mir sowas nicht. C hat es weggerissen, ja, ja, ja. Aber er war tapfer, waren zwei Stunden später schon wieder Tretboot fahren. Was ein Rambo, Alter. Was ein Rambo. Fand ich stark vom Zwerg? Ja! Rambo! Stark! Guter Junge, habe ich doch schon mal gesagt. Aber denke mehr, aber denke mehr als äh, 32.500 minus 700 gehen wir dieses Jahr nicht mehr. Es wird also sehr eng, ne? Weil, ich habe ja gesagt, September ungefähr, September, Oktober müsste eigentlich der massive Job kommen. Ich weiß es nicht. Ist schwierig. Aua, der arme, ja. Besonders Nägel, also Bruder. Ich war doch. Erinnert ihr euch? Ich war letztes Jahr. Wann war das? War das nee? Das war Januar. Erinnert ihr euch? Ich habe euch ja live mitgenommen auf, auf, auf links. Ne? Äh, Gaubenscheichen, Holz. Ihr wisst ja, was passiert ist. Oder ja gut, Maxi ist jetzt nicht da. Nee, wisst ja nicht. Ich war ja live. Habt ihr gesehen? Und live? Na, ich habe erst das Holz. Bisschen geschliffen und sowas. Ich habe nach hinten gegriffen und da war. Warte mal, habe ich hier sowas da? Ja, habe ich. Da war vom großen Tacker. Schau mal, her. seht ihr das? Seht ihr das? Da war vom Großdacker. Und der ging hier rein. Direkt ins Fleisch. 4, 5 mm, 6 oder sowas. Rudi, schlimmer als, als wenn du mich in Löwe beißt. Sage ich dir ehrlich. Danke ihr Lieben. Habe ich ihm ausgerichtet? Sehr schön. Von mir ganz besonderen Kuss auf die Nuss. Ganz wichtig. Ne? Also, ich kann es mir wirklich sehr, sehr vorstellen, was er da durchgemacht hat mit dem Nagler. Ähm, macht man doch nicht. Äh, tut doch weh. Ja, ich habe es nicht gesehen, weil es hinter der Schäge war. Ne? Ich habe quasi nur reingegriffen. Und da war irgend so ein Tacker war drin. Ich weiß nicht, was sie da getackert haben. Irgendwelche Lichter oder sowas. Hinten reingegriffen, ein bisschen zu stark gegriffen, weil ich halt geschliffen habe. Und zack, rein. Hatte ich schon mal ein Löwe gebissen? Ja, der ist dann gestorben, Mandy. Äh, in den Fingern sind die meisten Nerven, deshalb auch am schmerzvollsten. Ach, Brudi, absolut, 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 absolut. Ich dachte, äh, das war eine Kobra. Ja, die Kobra, das war in Afrika damals, wo ich die, wo ich die Menschheit da unten gerettet habe. Das war mal, das ist schon länger her. Das war damals, vor einer Woche. Was gibt's noch? Was gibt's sonst Neues bei euch? Äh, Beding mal nett die ganzen Arme Tiere um. Ja, äh, Männer, ich muss mich verteidigen. Was soll ich machen, wenn mich Krokodil angreift? Ich muss mich ja wehren können, oder? Ne, eigentlich war es der Kampf mit den Skorpionen. Gott. Zu sagen, äh, <laughs> so habt ihr Fragen, meine Freunde? Ach so, hat sich halt äh, okay, Skorpione sind auch gefährlich. Ja, die mit den kleinen Stacheln. Ja, die sind sehr, sehr gefährlich. Ich mag solche Sklappezeug eigentlich nicht. Ne? Mag ich nicht? Hast du noch Lust auf Longs? Der einzigen Long, wo ich machen würde, ist ist auf 29,2, aber ganz kleine, ganz kleine, mit zwei Hebel, keine Ahnung, für wenig Margin auf dem Weg nach unten hochskalieren. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Absolut. Und besonders wenn Soul und sowas da ist, Pff, Luxus, Es das ist das High End. Ne? High-End-Level, ne? Und bist du glücklich mit deinem Wilhelm? Ähm, uh, um, Oha, Tick entdeckt schon wieder falsch, wenn ich mir das Gesicht so anschaue. Hä, äh, was meinst du? Wegen dem äh, Skorpion meinst du? Nein, nein, ich habe das eher andersrum. Zwei Hebel, warum so klein? Weil auf dem Weg nach, nach unten hochskalieren. Im Minusbereich, ihr wisst ja, wie ich trade. Ich nehm noch nochmal den Chart. Ja. Ne? Ich habe ihn jetzt viermal geöffnet. Es ist nicht mein Chart, aber genau so stelle ich mir vor, bevor ich bei mir alles einzeichnen muss, nehme ich einfach das von Mandy. Grüße gehen raus an Mandy. Ähm, hier will er erst skalieren auf von zwei Hebel auf fünf Hebel vielleicht mit ein bisschen Marge rein, 10% von dem Hauptmargin rein und auf dem Weg nach unten natürlich noch mehr. ne? An was denkst du, <laughs> an was denkst du denn so? ihr mit mir, sag es mir. Sag. Hm? Ach komm schon, sei doch nicht so schüchtern. Ähm, ist bei einem 2-Hebel das äh, nicht zu, nicht zu viel hoch oder tradest du mit isolated margin? Nichts isolated cross, War dann immer cross. Bin gespannt, ob die Diagonale halten wird. Ja, hab überlegt, ha, hab überlegt, den auf Insta zu teilen. Hast ja schon, hast ja gesagt, äh, dann wahrscheinlich mich endlich äh, Männer an. Ja, mach das mal. Aber warte mal ganz kurz. Bist du nicht in einer Beziehung oder irgendwas? Okay, das geht mich natürlich auch nichts an. Ich würde das posten nicht, sage ich ehrlich. Cleaner Chart, gar keine Frage. Vielleicht noch dazu erwähnen, was die Kreise bedeuten. Skalierungsmöglichkeit oder Scalp-Möglichkeit und so weiter und so fort. Auch ja, meine ein was zum Trading gepostet und du bekommst einen Haufen Nachrichten. Wendy, wie alt bist du? Frage fern. <laughs> ja. ja, aber wenn du äh, Cross-Margin nimmst, ist doch das Kollateral äh, doch äh, immens. Äh, wenn du halt kein Stop-Loss Stop drin hast, ja. Ne? 18 natürlich? Oh. Viel zu jung für mich, meine Ich stehe erst auf... Äh, ich stehe ja, oh, fällt nicht. Ja, was? Ich mach noch Spaß. Hm? Ich mach noch Spaß. Ich bin aber 18. Soul ist, glaube ich, 21, Na, Soul? Wie alt, muss, wie alt muss sie denn sein? Meinst du mich? Wer alt meine sein muss? Die Frage ist: wie alt bist du? Ach ja, äh, stop los, sorry. Ich denke nur, äh, meine DC ist mein Fehler. Alles das ist kein Fehler, aber alles gut. Haha. Wir sind alle 18? Ja. Männer müssen reifen, Frauen müssen. <laughs> so, das kannst du nicht aussehen. So wie heiße Themen hier. Viel amazing, ja. Viel zu amazing. Ich wenn ich 18. Suche Herr Trader nicht fürs Leben. <laughs> du tradest mit Dimensionen manchmal. Ach du Scheiße, du sollst auch mich, äh, du sollst auch nicht verraten, wie viel BTC du tradest Du weißt, was letztes Mal passiert ist. Ich darf es, du nicht. Weißt wieso? Weißt du wieso? Weil auf diesen Kerle, auf diesen Hacker oder auf diese Leute, wo mir an den Hals gehen wollen, auf diese Leute warte ich. Dass ich mal meine komplette Wut rauslassen kann von den Hacker damals, der mich damals gescampt hat. Ja? Ja, Tritt ist bitte ohne I. Hat sie ihn einfach Obst genommen. Ne? Okay, musst du es wissen? Alles gut, Rudi. Also, ich mache mir da keinen Song. Ich mache mir da keinen Song. Wirklich. Absolut nicht. Weil ich weiß, wie man mit Hackern umgeht. Selbst sollte jetzt ein noch nochmal auf meinem PC sein, da wird er nichts finden. Da wird er Privates nichts finden. So wie damals, wenn ja, mich dann mit irgendwelchen äh, Familien, Kinder, Bilder. Jetzt geht es halt nicht mehr. Ne? Tja. Wie ihr euch ab ab abgesichert hat. das ist natürlich, müsst ihr dann selber entscheiden. Ne? Ich würde euch empfehlen, wenn ihr irgendwelche Sticks zu Hause habt, also wenn ihr irgendwelche Wallets habt oder sowas, ne, gibt es ja auch, dann benutzt bitte äh, das hier. Wer ne? da Aber erst bitte äh, sich auf YouTube mal ein bisschen informieren, was es ist. Ne? Das sind so äh, Ordner, Ordnerverschlüsse und sowas. Ne? Aber mit diesen Dimensionen wirst du aber in den nächsten Bullrun ausgesorgt haben oder zumindest wäre. Eine Weltreise locker drin. Ja, Wasser ist. So, so Medien-China-Wasser ist, habe ich ja gesagt. Ich kaufe euch das. Ja. Auf der Lederlein am Start. Ja. Äh, hast du eine Brille? Hast du so eine große Brille? Und einen Rock? Das würde ich feiern. Wetterklüpp ja. ist gut. Ja, da kannst du halt sehr, sehr gut ähm, Ordner, Sticks verschlüsseln und sowas, wo halt keiner rankommt. Ne? Bei Wilhelm muss man die Peitsche auspacken. Ja, das, das, das stimmt. Ne? Bei Wilhelm, ja, der ist manchmal schon ein bisschen arg äh, äh, dezent. Ne? Äh, arg dezent äh, ja. Das ist noch gar nicht so, was er hier gebracht hat vor ein paar Tagen. Ne? Ich habe ihn ja nochmal in Schutz genommen vor Twitch. Ne? Dass in den Jahren nichts passiert. Frech? Frech habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Frech nicht. Frech ist ja was anderes. Aber das haben wir doch drauf, ja. Was habt ihr drauf? Mit Beizie? Wieso? Was war denn? Was, was hat er angestellt? Ähm, er hat halt hat gesagt zu seiner seine Mutter, äh, sie soll sich nicht mehr mit mir treffen, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Ein HL. Bruder, mach, mach doch nicht sowas, Alter, Wilhelm. Nein, ich mache doch Spaß. Macht doch Spaß. So, was haben wir jetzt noch? Eben, Saul, ihr wirst ihn auch noch kennenlernen. Da weißt du, was ich meine. Wilhelm nimmt mir nicht das Übel. Ja, ja, der, 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 der hat. Also der, der, die letzten, also die letzten nicht, sondern die letzten paar Tage hat er schon ein, zwei Sätze rausgehauen. Also, da, da, da muss Solz, Twitch, die muss dann so machen. Ne? Okay, Bratan, weil es Bratan ist, machen wir einfach mal auch beide Augen zu. Normalerweise wäre er weg von Twitch. Rauslieg in den Ohren, ja. Aber er ist auf jeden Fall nett, ne? Also wenn man ihn versteht, dann ist er wirklich sehr, sehr nett. Ne? So wie ich. Ne? Nur, ich bin eigentlich sehr, sehr nett. Aber nachts werde ich dann zum Batman, weißt du? Also, da werde ich dann richtig dominant, weißt du? Äh, was? Ach, wir sind doch alle lieb zueinander? Definitiv, ja. Äh, dicke sind keine Menschen. Äh, so ein Statement. Jeder Mensch ist. Guck mal, ich sag dir mal meine herrliche Meinung. Im Endeffekt. Ist es, ist es mir scheißegal? Warte, ich mach die Musik. Die Musik passt irgendwie gerade nicht. Im Endeffekt ist es mir scheißegal, ob du dick bist, dünn bist, ob du, ob du reich bist oder arm bist. Im Endeffekt zählt nur eins: Bist du ein guter Mensch für mich oder bist du ein böser Mensch, also schlechter Mensch? Die zwei Sachen, die zählen einfach. Ganz simpel. Spielt keine Rolle, ob du jetzt, wenn du ein guter Mensch bist und du bist, du bist Dick, du bist dünn, du bist keine Ahnung was. Spielt gar keine Rolle für mich. Ja, das ist das Wichtigste für mich. Du, guter Mensch bist oder böser Mensch bist. Ja, warum wird dick kaschiert? Zum ersten Mal geschätzt. Äh, Floody, halten wir das Bullenmarkt-Supportband? Wir sind schon nach unten durchgebrochen, mein Freund. Also eher Bearish. Ne? Eher, ich sehe das eher Bearish. Weekly und sowas, Monthly sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Wir gehen nochmal rein hier, Ribbon, gar kein Problem. Sieht alles noch bullisch aus. Wir könnten sogar einen Retest erleben in der Weekly, dass er quasi den Ribbon antestet und dann wieder hochkommt. Ja, aber umso, 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 umso länger er hier rumpendelt und besteht halt die Gefahr, dass er halt runterbricht, ne? Und, und ja, weiße Linien, wenn er die weiße Linie in den Hund durchbricht, dann ist die nächste große Supportzone hier dieser Kasten, ne? Und das wäre schon enorm, ne? Gott, meine ich, was hast du hinter Faust, äh, Faust geschrieben, dass Twitch es nicht zeigt? Äh, kannst du mir einen Gefallen tun? Wie viel ist 98% vom Molda von Telcoin? Ja, du gehst da rein und. Äh Guck mal, das ist doch ganz simpel. Guck mal, wenn ich dir das zeige, weißt du immer noch nicht, wie das geht. Versuch das mal selber was zu machen. Vom kompletten Oldtimer, oder was? 98%. Bei der weißen Linie sind 98%. 98,31. Macht dann 2,99 Euro. Soll nur. <laughs> Ja, die äh, Weiber haben heute Spaß, ne? Im Chat ist nur ein, äh, ist ein Sprichwort? Ach so, okay. Der Coin sieht ja mega tot aus. Der L Coin ja. Gott sei Dank, pingelig. Ich bin nicht pingelig. Gut. Da wird der Berater schon wieder ganz rot. Hat. Hm? Ist er eine High Risk High Risk High Profit Coin? Telecoin? Telecoin sage ich schon. Telecoin. Wir gehen noch mal kurz rein. Yes. Hallo. Hat er wirklich hier angetatscht? Äh, an, wie komme ich jetzt auf angetatscht? Ja. Also irgendjemand bringt mich hier aus dem Chat durcheinander. Ne? Für mich ist er tot. Sollte bitte das hier wirklich auf 12 Grad droppen? Ist er weg vom Fenster? Ja, sehe ich genauso wie du, Safety. Aber nicht nur bei den Coins, sondern bei einigen anderen Coins. Ne? Na, so wie es. Äh, Tick eben gemacht hat in den Chart gehen und das Lineal aufsetzen und nach unten ziehen, bis es dir äh, bis es die 98% anzeigt. Genau weil du an mich denkst, bei sehr vielen Coins ja, sehr viel äh, 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 sehe ich lauser. Nein, Nein, ich denke doch nicht an dich. Nein, Schma Quatsch. Schmarrn. Ich denke doch nicht an dich. Ich denke an Safi, seine großen Hände. Ist ein äh, Telekommunikation Coin, der in Alaska das Mobilfunknetz macht. Zum Beispiel ist ein Asiater asiatischer Coin. Die Asiaten sind überall drin, sage ich ehrlich. So, wir gehen wieder in den Bitcoin rein. So, habt ihr noch weitere Fragen, meine Freunde? Habt ihr weitere Fragen? Ich denke an äh, deine äh, lockigen Brusthaare. Tatsächlich äh, habe ich gar keine, weil ich musste mich. Ich musste das trimmen, weil ich rasiere ja nicht die Brust. Ich trimme sie. Ja. Trimme sie. Weil, wenn ich arbeite und Putz mache und da geht Putz drauf und ich, merke, ich spüre das nicht, so, so, so kleine Putzreste, weißt du, und später beim Rausreißen <laughs> tut das halt wirklich weh. Ne? Ich mache das nicht auf der Brust. Ja. Da trimme ich natürlich lieber alles, auch, auch vorne und hinten ist Herzen, ne? Na toll. Ja, ja der Asiamarkt ist halt der treibende Kraft im Krypto-Bereich. Wenn es um Innovation geht, beim Kurs ist das dann äh, doch aber Amerika. Ja, us ne? Das neue Wachsen. Dann macht der Bratan, an mimi Ja, ich mache das halt nicht jeden Tag. Es tut mir leid. Wenn ich das stört, dann versuche ich das natürlich für dich rauszuhalten. Gar kein Problem. Ne? Geschäftsmodell brauchst du doch keinen neuen Job mehr. Ich knüpfe, okay, wie du meinst, okay. Dann machen wir das einfach so und dann mache ich wieder alles zu. Ich wollte gerade wieder aufstehen, aber scheiß drauf. Ne? Dann mache ich wieder alles zu. Ne? Habt ihr ja? Ich mag Brusthaare. Okay, dann weiß ich, was ich das nächste Mal zu tun habe. Wachsen lassen, wachsen lassen, wachsen lassen. Zu Nord, falls es nicht so schnell wächst. Äh, Hormone dahin was? Ich habe lockige Brusthaare. Ich mag es nur nicht zu viel, sage ich ehrlich. Ich mag es selber, ich mag es nur nicht zu viel. Hm? Wachsen lassen, Brusthaare? Auf gar keinen Fall brauche ich. Auf gar keinen Fall. Das würde ich mir niemals antun. Das würde ich mir niemals antun, so weit ich hier sitze. Brusthalle wachsen lassen. Oder Arsch oder so. Oh, Bruder, hör auf. Never. Warte. Wachsen oder wachsen? Naja, wachsen. Wachsen mit, mit Dings. Na, wachs drauf und dann wegziehen. Das meine ich. Wir wollen... Wir wollten doch... Äh Sugarring testen, was? Sugarring testen. Was ist denn ein Sugarring? Deutsche Sprache, Sprache, wachsen, nicht waschen, klingt gleich, äh, äh klingt gleich, äh, meint aber völlig was anderes. Ja, es tut mir leid, meine Ausgangssprache heute ist ein bisschen anders. Ich arbeite bei Bausteller. Ich schieb äh, Tarren. No Chief Könntest du mir Deutsch und Französisch beibringen? ich will hier noch nichts verstehen. Hm? Sugar Ring Dick? Äh, was ist das? Bratan und seine Bohrmaschinen. Ja. Das Es kommt dann halt doch auf den äh, Aufsatz drauf an. Was? So. Was ist denn Sugar Ring? Was ist das? Warte, ich gucke mal. Nicht im ich google mal im anderen Browser nicht, dass es irgendwas. Äh, die weiß nicht, äh, was es sogar genau ist. Du weißt nicht, ne, ich weiß nicht, warte. Okay, das kann man zeigen. Ach, das hatten wir doch letztes Mal, das hast du doch letztes Mal erwähnt, ne? Hey, ist doch vergesslich. Ja, ja, ja. Hast du gerade noch die Kurve gekriegt? Das stimmt nicht. Die wichtigen Dinge merkt er sich sehr gut. Aha. Weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe das Wichtigste vergessen noch nicht. Ich habe das Allerwichtigste vergessen. Ich habe das Allerwichtigste vergessen. Ne? Jetzt bin ich bereit. So. Start a new relationship. So, das Lied haben wir vergessen. Sascha, du musst dir dringend heute das den Stream nachträglich ansehen. Ja. Also auf Twitch gehst du dann, dann gehst du auf mein Profil, dann gehst du auf VOD und dann siehst du das Video von heute. Und das äh, musst du sehen, weil es ging ganz am Anfang um dich. So. Was geht, Sascha? Alles gut? Was soll das? Ich habe noch positiv geredet. Alle anderen haben dich ausgelacht. Ich habe gesagt, ich habe dich in Schutz genommen und das Grauen zu So wie immer halt, ne? Nein, Sascha, äh, es ging nicht um dich. Ich habe den, hab den kompletten Chat hops genommen. 40 Minuten lang. Komplett hops genommen. Komplett. Ich habe sie so hops genommen, das glaubst du gar nicht. Nee, erst am Schluss. Sonst guckt er sie. Er ist nicht durch. Also ich, 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 ich vertraue Sascha. Wenn er sagt, er guckt sich das an, dann guckt er sich das an. 40 Minuten. Ja, esse scharf. Hot Wings. hotwings. Hot Wings. Welche, wisst ihr, welche ich gefeiert habe? Die gibt es aber nicht mehr. Beim Burger ging damals. Diese Hot Wings, äh, 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 die habe ich gefeiert. Die habe ich gefeiert. Da konnte ich wirklich 40, 50 Stück essen. Ne? Ratan, können wir einen, einen Meme-Channel im Discord machen? Äh, Seifi, würde ich gerne machen. Der kostet aber. Das kostet halt natürlich, ne? Server kosten, das kosten. Normalerweise 5000 Euro, aber wenn du mir 1000 Euro gibst, dann übernehme ich die anderen äh, 4000 Euro und dann passt die Sache. <laughs> Nein, Spaß, Brudi. Weißt du, was der Witz ist? Ich hatte so einen Channel, aber ich habe mir da was einreden lassen. Du guter Bratan, Ja, sehr viel, vielen Dank, mein Freund. Ich küsse doch dein Herz. Wir können das gerne machen. Meme-Channel oder so. Kannst du Bilder posten? Ja, so, alt, keine Ahnung, so, 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 ein so, so, so Meme-Coin, äh, Meme-Coin, so ein Meme, es werden halt wieder, es wird ein extra Channel, ne? Morgen auch wieder am Start, was geht, morgen? Ja, morgen. Du drei wegen heute, Arschsitze ne? Ich war die ganze Zeit unterwegs, wurde ich. Da war ich wieder zu Hause, ein Papier der da wieder weg und so weiter und so fort. Morgen für dich auch zählt, ganz wichtig. Du musst den Stream von Anfang an gucken, wie die. Wir haben über dich geredet. Ich und Sascha. So ein Meme-Channel und dann vielleicht einmal in der Woche zusammen alle Memes gucken. Ach, live meinst du? So quasi reacten? Wäre auch ein Content für YouTube? Okay, reicht's. Können wir machen, ja? Was, Sascha? Was? Was? was Fragezeichen. Was hat, was hat er geschrieben? Ich habe da was für dich. Sascha, deine Konome äh, äh, passt mir nicht. Daniel ist zu groß. Haben doch einen Meme-Channel. Ich schaue... Äh, ja, schaue ich äh, mal nachher. Machst du das, ja? Brauchst du Chicken? Nein. Ich brauche deine Schwester. Kapi. Ich mache nur Spaß. Die Schwester ist vergeben und so weiter. Ich mache nur immer Spaß. Mir. Ja, ganz wichtig. Ja, jetzt danke. Habe ich jetzt gerade nur für dich gemacht. Hast du gesehen? Sehr viel. Nur für dich habe ich jetzt gerade alles gemacht. Ne? Äh, Google Buffalo Hot Wings von äh, Solomon. Solo ich fange mal an. Let's go. Wer ist das, Sascha? Aber ich google sie mal ausnahmsweise für dich. Besser als bei Burger Bö King? Niemals im Leben. Oh, die sehen saftig aus. Wer hat letzte Mal Hühnchen gemacht? Warte mal ganz kurz. So, im Backofen. Was hat die denn da drin gehabt? Die sahen auch sehr, sehr geil aus, ne? Oh ja. Oh ja. Hm? Bon, doof, dass da neu dahinter steht. Löschi90. Guten Abend. Oh ja, die sehen lecker aus, ja. Aber ich feiere diese Tiefkühl-Dinger nicht. Aber ich probiere mal aus. Gibt es ja auch in der Metro? Müsste, glaube ich, geben, ne? Ist sogar nicht so teuer. Ne? Habe ich bei mir im Geschäft. Erstmal bringst du mir meine zwei Kilo Kirschen, was, was da noch offen sind, weil ich habe ja drei Kilo bestellt und du hast mir nur ein Kilo geliefert. Also fehlen noch zwei Kilos. Ne? Auf deine Kosten natürlich, ne? Ganz wichtig. Meme-Chat? Sehr gut. Lohnt es sich in der Metro äh, einzukaufen? Eigentlich nicht, Soul. Eigentlich nicht. Es ist halt nur gut, wenn du halt äh, auf Masse kaufst. Es, wir, es, es, lohnt sich, es, es lohnt sich nicht wirklich. Ne? Sascha schreibt, Metro lohnt sich nicht. Ja. Ich und Sascha können ein Lied davon singen. Wo wir damals in der Diskothek äh, gearbeitet haben. Wir müssen ja quasi auch immer einkaufen und sowas. Wir waren ja fest eingestellt. Wir waren ja. Ja, wir waren ja die besten Arbeiter, also Sascha natürlich unter mir. Ja, und äh, es lohnt sich nicht. Im Großen und Ganzen lohnt sich das nicht. Ich feiere das auch nicht. Ja, diese ganze Industriekäse und sowas. Oh Bruder, das ist den kleinen waren wir, die kleinen waren wir, aber wir, haben, wir waren die fleißigsten. Ihr müsst euch vorstellen: Ihr müsst euch vorstellen, der Chef von der Großamtdisco hat. Pass auf, ich lüge nicht. Der hat mich immer mitgenommen montags, also immer, wenn er das Geld zur Bank gebracht hat. Der hat mich immer mitgenommen, weil Esslingen, das war damals, das war damals, wie soll ich das sagen, crime life. Also Crime life, in dem Sinne, dass da äh, richtiges Crime, ne? Also Leute wurden da, wurden da überfallen und jeder hat gewusst, wer halt der Chef ist und wann er immer zur Bank geht, das Geld bringt. Ich will ja nicht. Also ich war ja damals nicht so breit oder sowas. Aber die Leute, pass auf, der hat mich immer mitgenommen. <laughs> der hat mich immer, immer mitgenommen, weil er Angst hatte, ausgelobt zu werden. Weil die, er wusste ganz genau, mich fest niemand an. <laughs> Erinnerst du dich, Sascha? Das war geil, Alter. Das habe ich nur, um äh, meinen ältesten Bruder zu verdanken. Das war geil, Alter. Wie Esslingen. In Esslingen, im Netzdisco. Net Löschen 90. Ja, hier fragt Sascha, der kann das bestätigen. Das war wirklich so. <laughs> ja. ja, ihr müsst euch vorstellen, das war eine Großraumdisco. Am Wochenende, ich will nicht wissen, wie viel da umgesetzt worden ist, er hat die Zahlen ja nie gesagt. Ja, man hat halt immer gesehen, wie viele Scheine da auf, auf dem Dings lagen und das war ein riesengroßer Tresor. Unser Chef hat den Eigentümer auch damals ein Klavier gepinkelt. Ja, der Eigentümer schuldet mir heute noch Geld. ehrlich. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Ne? Wusste nicht, dass du aus Hesslingen kommst. Äh, bist. Nein, bin ich nicht. Ich komme aus Plochingen ursprünglich. Aus Blochingen komme ich. Aber aktuell wohne ich in Stuttgart. Nee, Flughafen. Genau, und Schandort verrate ich nicht. Nur der Soul verrate ich in Kapi. Die ist bestimmt gar nicht mehr da. Ne? Ach ja, äh, dann... Ums Eck. Wieso? Wo kommst du, Klar ja, Glaube ich nicht da? Gut. Kirchheim Tech, Wilhelm Eck. Du bist ja schon der Zweite aus Kirchheim. Da gibt es noch einen hier, Zuschauer. Wir wollten uns treffen bei der... Wir waren ja bei dem Westmesser in Stuttgart, waren wir ja live dort vor Ort, ich und Mong. Live. Haben die ganzen Leute äh, äh, ein bisschen... Äh, ne? Hm? Äh, der, ja, aber es war nicht so gut. Ne? Und da wollten wir uns tatsächlich auch mit jemandem treffen, aber der, der ist dann später gekommen. Irgendwie sowas. Ne? Habt ihr Fragen? Hat jemand Fragen? Fragen zum aktuellen Geschehen oder irgendwas? Na, 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 na. Da muss ich wieder auf, aufknöpfen. Gibt doch jetzt bald eine Tradingmesse in Frankfurt, glaube ich. Super. Also, ich habe äh, an der letzten Tag an der Westmester, wo ich hinstieg, war mit morgen, ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich sowas von aufgeregt. Da stehen da irgendwelche 50-, 60-Jährige, ja, bewerben ganz groß, ja, Trading hier, Trading da, Trading hier, über meinen Code und so, äh, nicht Code, sondern über die Webseite mit meinem Namen und sowas. Ja, das spart ihr auch nochmal Geld. Aber die erzählen das Kleine nicht. Die sind kleinen Verbrecher, die erzählen das Kleine nicht. Die sagen, die haben wirklich gesagt, fragt ihr morgen, die haben wirklich gesagt, ja, verdienst du hier 10.000 Euro? Ja, dann sind es. 10.000 saubere Euro. Nein, Kollege, sind das nicht. So. So. Mhm. Sind so. ja, ja, so. 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 das und so. und sobald, auch, nicht. Das sind keine 10.000 saubere Euro. Sind das nicht. Steuer musst du abziehen. Das musst du abziehen. Die Gebühr musst du abziehen. Die Fies musst du abziehen. Wie die Leute... Ich verstehe das nicht, Alter. Ich fick mich da nur auf. Ich leg mich da nur auf. Allein schon, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, lege ich mich total auf. Wie der Erich mit den kleinen Servietten damals dann die Tasten geputzt hat. Ja, 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 ja. Da war ich leider krank. Als die Stuttgart war, schade, ja, dann kannst du deinen Telegram-Kanal bewerben. Ja, zum Beispiel. Hey, nichts gegen 50-Jährige? Nein, nicht, nichts gegen, nein nicht, nicht gegen Alter. Aber da, die standen wirklich da. Die waren schon älter. Ich will jetzt nichts gegen älter, der war wahrscheinlich noch älter. Und so lockt er halt die Leute an. Das ist, in meinen Augen ist das legaler Betrug, Brudi. Wieso stellt er sich nicht hin und sagt, ja, auch pass auf, wenn du mit äh, 10.000 äh, Euro Trade schließt, na, ziehst du die Gebühren ab, also die, ziehst du die Fees ab und ziehst du noch die Steuern ab, plus Minus, man kann ja ein bisschen übertreiben, man kann ja ein bisschen sagen, statt 15% sagst du halt 25%, ja. Aber das sagt er nicht, das sagt er halt nicht. Der will halt einfach nur auf Masse gehen und dass die Leute sich auf seine Bör auf die Börse halt mit seinem Namen registriert. Um das geht es mir. Um genau um das geht es mir. Oder irgendwelche jahrelange Erfahrung und, äh, und äh, Kurse verkaufen. bruder, dann denke ich mir, Alter. Das ist nichts für den Ratan, sage ich dir. Ehrlich. Das ist wirklich nichts für den Ratan. Da rastet der dann ganz schnell aus. Das fehlt noch, dass der Berater von der Messe fliegt. Weil zu so. Mal dazu. Ach, scheiß doch, Digga. Scheiß drauf. Am Ende des Tages, egal welche Branche. Sagt der Brat an euch, nimmt das mit fürs Leben. Am Ende des Tages geht es immer nur ums Geld. Ist es nicht so? Egal welche Branche. Ich sage extra, egal welche Branche. Na? Bitbander hat auch damit. Geworben, meinst du, dass die Coins auf deren börse sicher sind und dass man keinen Hardware-Wallet braucht? <laughs> ja. Ja, gutes Beispiel äh, morgen. Gutes Beispiel. Vielleicht sollten wir morgen wieder mal in, in Call nehmen, dass ihr euch einiges wieder erklärt. Wenn ihr Bock habt, können wir im Discord mal eine Abstimmung machen. Morgen machen wir Abstimmung. Was ja nicht umsonst bezahlt. 6.900 KPI. Ah, äh, Twitch-Team, ne? das ist nur Spaß. Ne? Das ist nur Spaß. Kein Mod wird von mir bezahlt, um Gottes Willen. Wir machen das alles freiwillig. Normalerweise, normalerweise müssten die mich bezahlen. Ne? Normalerweise. Aber was ist heute schon normal? Bis <laughs> Herz. So, habt ihr noch Fragen? Ansonsten gehe ich offline, meine, meine Freunde. Kann ich auf meine aktuelle Datenaufbereitung reden? Vielleicht schreckt das jemand ab, in Alcoins zu investieren. Moment, dass wir uns richtig verstehen. Warte mal, ganz kurz. Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Ich muss mein Bild größer machen. Du willst auf meinem Kanal deine Werbung machen? Sehr gerne, mein Freund. Du bist herzlich willkommen. Wallet schicke ich dir nachher. Betrag mit Betrag schicke ich dir auch. Ja? Gar kein Problem. Ratan, macht's möglich. Ja? Fünfstellig, dann passt die Sache. Ja? Warum nicht immer so groß? Das hebe ich mir für dich auf, soll. Äh, du willst, dass ich auf deine Streame und, Re Stream und rede? Ja gut, aber du be bewirbst ja was, also musst du auch bezahlen, ne? Wenn du hier reinreden willst, on stream, dann musst du was bezahlen, Rudi. aber beim Leben finanziert sich nichts von selbst. Schnauze, Sascha. Hat jemand einen Tipp, wie man am günstigsten mit Fiat-USD.T werben kann, mit Kreditkarte zum Beispiel? Kommt auf die Summe drauf an. Du, morgen, ich mach doch Spaß. Können wir gerne mal die Woche in Angriff nehmen. Weil dann muss ich, glaube ich, wieder vorher da sein und dann muss man das dann wieder alles einstellen. Vierstellige Summen direkt bei mir. Kannst du direkt mal abholen. <laughs> Nein, Spaß, ne? Also, ne, davon distanzieren wir uns. Ähm, ich will jetzt keine Börse sagen, pr probier mal einfach welche aus. Femex oder sowas. Bybit. Relay gibt's ja auch. Relay-App gibt's es auch. Aber es sind halt quasi nur Bitcoins, ne? Hab aus Versehen auf Enter gedrückt. Ich dachte schon, du schreibst. Discord irgendwas gepostet? Gut, Safi, gut, reicht. Gut, gut, Safi. Äh, ich dachte schon, du schreibst du Arsch oder so. Wann geht bitte sie endlich auf deine 12 k Hab ich Sandalen an? Heißt ich Jesus? Kann ich hell sehen? Dann hast du komplett nicht zugehört. Dann verstehst du auch nicht das, was ich sage, Sascha. Okay, sehr reicht. Du hast schon wieder was gepostet. Reicht. Das kann ich ja nicht sagen. Ich sehe ihn auf jeden Fall noch in diesem Mehrmarkt, Sascha. Da muss aber allerdings was passieren. Weil bis 12k runter, das ist, das ist schon enorm, ne? Solltet ihr bewusst sein. Vom aktuellen Kurs, das solltet ihr dir bewusst sein. Das ist jetzt nicht von jetzt auf nachher. Das dauert halt seine Zeit, ne? Vom aktuellen Kurs gehen wir natürlich, ne? Vom aktuellen Kurs 12.500 bist du bei 60% Drop. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Denkt dran. Wie reicht? Habt noch. Hab noch den ganzen Ordner. Rudi, langsam, Rudi, langsam. Geh mal auf äh, geh mal auf Twitter, den meinst du, glaube ich? Da kommt das X-Logo. Ja, weiß ich, habe ich schon gesehen. Klar? Schnauze. Moin, Long oder Short aktuell? Ja, hör auf, Alter. Meine Longs wurden hier ausgestoppt im Minus. Massiv im Minus. Also Short. Äh, der beste Trade der letzten Tage war ein äh, XCP-Short. Ne, kann ich mal auch kurz reingehen? Wisst ihr, habe ich ja gestern gepostet. Irgendwo waren das. 700% Profit oder sowas. Ne, ich habe hier geschortet. Hier habe ich geschortet. Äh, Take Profit bzw. Äh, Close habe ich hier gesetzt. Quasi auf den Dollar genau. Ne, da war lila eine Box, ne, wie du siehst. Quasi dollar genau ausgestoppt geworden. Und ich bin auf den Weg nach unten long gegangen, weil ich halt dachte, er macht halt das. Ne? Er macht halt das hier. Retest. Und dann geht er nochmal hoch. Dumm gelaufen. Ist halt noch ausgebrochen, ausgestoppt. Aber okay. Also der Short war ganz okay. Ne? War ein Bruchteil, was ich hier verloren habe. Aber wie gesagt, spielt doch keine Rolle. Deine Meinung dazu? Der öffnet das jetzt wieder im falschen Browser. Das sind wirklich üble Zahlen, die das verarbeitete Gewerbe vorlegt. Sogar deutlich schlechter als die bereits schwache Prognose. Es ist und bleibt ein Rätsel, wie einige Ökonome keine Rezession sehen wollen. Deutschland-Einkaufsindex 38,8. Mist die Lage in der Industrie an den Finanzmärkten gilt diese Befragung von. Scheiß drauf, kann ich nicht weiterklicken. Wann war das vor 6 Wochen? Fünf Wochen? Da war doch der Call mit der Rezession, ne? Deine Meinung dazu. Ich denke, bei 20k hole ich mir zwei. Zwei was? Zwei Peanuts? Das, was du in der Hose hast? Oder was oder was waren es? Billardkugeln? So, hast du schon mal, hast du schon geschlossen? Also, bin äh, letzte. Woche Mitte aufgewacht... ...und 200% Profit bei XRP-Short. Glückwunsch, Rudi. Glückwunsch. Den Short hatte ich ja geschossen, ne? Eingestellt. Zwei Bitcoins? Okay, aber hast du noch mal Geld? Hast du noch mal Geld für zwei Bitcoins? Nur eine dumme Frage. Sag bitte nicht, wie viel du kaufen willst, Sascha. Mach das bitte nicht. Das darfst du nicht machen. Niemals preisgeben, wie viel du kaufst... ...oder so sonstiges. Ja, den einen Shot hatte ich ja geschossen. Ja. Aber den, den neuen noch nee. So, wir gehen noch eine Runde spazieren. Viel Spaß euch noch. Ich wünsche euch viel äh, schönen Abend. Viel Spaß beim Spazieren. Wieso? Weil es so gefährlich für euch ist. Was geht ja niemand was an. Ne? Danke, dass du da so, äh, Danke, dass sie da war, soll. Elon ja, Musk will Twitter in X umbenennen. X soll die Everything App stehen. Stark. Bis morgen, ihr Lieben. Bis morgen, du Liebe. Bis morgen, meine Liebe. Was? Was hat er jetzt nicht gesagt? Ist er jetzt weg? Hat er schon gemacht? Also das Ding ist, guck mal, wenn du zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, ne, nur als Beispiel er, will, er will sich jetzt zwei kaufen bei 20 Grad. Jetzt stell dir mal vor, der droppt jetzt nochmal um 8.000 oder 10.000 und du hast kein Kapital mehr. Deswegen sollte man sowas immer aufteilen, stepweise kaufen. Rein theoretisch könntest du jetzt kaufen, das spielt keine Rolle, jetzt kaufen, Bruchteil davon und auf dem Weg nach unten natürlich weiter einkaufen. Ne? Dann kriegst du sehr gut den Skalierungspunkt runter, den, den Einstieg von oben. Und wenn du eh langfristig denkst, dann musst du dir keine Sorgen machen. So, wie ich das Ganze handhaben. Hand, handhaben. Was? Dollar Cost Savage etwa? Null? Ja. Genau. Und umso tiefer er fällt, umso mehr kannst du da reinpumpen, weil du halt mehr Kapital, also mehr Kapital vom Kuchen hast. So, in dem Sinne. Weil du kannst ja nicht sagen, ob der um 20k geht oder, oder noch tiefer oder sonstiges. Ist halt schwierig zu sagen, weißt du? Deswegen, Dollar Cost Savage ist das Beste. Und wichtig ist, auf die kaufen, auf Ledger packen und nichts machen. Äh, äh, Ledger sag ich schon. Bitbox. Nichts machen. Einfach liegen lassen. Keine App installieren, wo du da die ganze Zeit gucken willst, wo, wo du dann jeden Tag gucken willst, oh, ist doch heute gestiegen, ist heute gefallen. Einfach liegen lassen, Rudi. Da lebst du besser. Einfach liegen lassen. Ab 20 Grad hoffe ich, ich äh, runterwärts. Genauso, ja. Hey, Tracktech, was geht? Hey, Tracktech, du hast das Beste verpasst. Bester Stream heute. Am Anfang. 40 Minuten den ganzen Chat Hops genommen. Den ganzen Chat Hops genommen. Ich, ich glaube, ich lade das heute auch hoch auf, 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 ähm, auf YouTube, das Video. Was passiert? Guck sie dir an. Ich sage gar nichts. Ich lade das, glaube ich, auf YouTube. So. Und dann halten, halten, halten. Richtig. Einfach durchhalten. Ich kenne sogar Menschen, jetzt hören wir ganz genau zu, ich kenne sogar Menschen, die haben Kinder und der tut, also der Mensch tut quasi jeden Monat, das ist seit 2017, jeden Monat Taschengeld in Form von, also er kauft quasi 20, 30 Euro oder ich weiß nicht, wie viel das sind, 35, kauft er jeden Monat Bitcoin. Für, die, für seine Kinder, also jeweils ein Kind. Und er hat 2017 schon angefangen. Oder zieht das komplett durch, 10 Jahre lang. Bis sie 18 sind. Richtig schlau, richtig schlau, Bloni. Richtig schlau. Und wenn die 18 sind, mal gucken, wo der äh, Kurs dann ist, ne? Ich fange auch schon mal an für meine Kinder in 20 Jahren. <laughs> Aber Trinker, ist gar nicht verkehrt. Es ist gar nicht verkehrt. Ist eigentlich genau richtig. Ist auch eigentlich genau richtig. Ist jetzt ein Euro rein? Jeden Tag ein Euro, passt doch. Hört sich wenig an. Aber summa summarum. Wenn der Zyklus, nat äh, Zyklis, äh, wenn der Zyklus natürlich äh, fortbesteht. ne? Bei Bitcoin. Er wird irgendwann mal abflachen, meiner Meinung nach. Irgendwann mal wird er abflachen. Wann genau das ist, keine Ahnung. 10, 20 Jahre. Äh, wenn er steigt. Bis 60, bis 80 Jahre. Verkaufe. Und hoffe, dass er wieder fällt danach. Dein Target ist 60 bis 80K. Okay. Ich habe ja nichts dagegen. Aber 60K, definitiv. Definitiv easy zu holen. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Oh mein, ja, ja. ja, man kann jetzt sagen: Ja, man weiß halt nie, klar, natürlich, ne, aber 60K, das ist. Wie gesagt, ich tendiere eher. So, das ist der komplette Chart. Von Beginn an. Warte, ich mach kurz den Ribbon weg. So. Ich denke nicht, von jetzt aus bis 60k, dann hättest. Na, weiß nicht. das ist Viel höher, meiner. Äh, ich fange an, bei 110k kleine Profite zu verkaufen. Ja, sowas unter denen. Ja. Ich verkaufe zwischen 150 und 200k. Ich würde auch so zwischen 120, 125 anfangen, stepweise zu verkaufen auf dem Weg nach oben. Ganz klar. Definitiv. Aber meint ihr ehrlich, 200k? Ich, ich, ich tippe ihn. In dieser in diese Range tippe ich ihn. Auf dieser Range. Also diese blaue Geschichte bis dahin. Er könnte natürlich auch den hier machen. Ja, den hier machen. Und er könnte wirklich hier hoch, hier hochdonnern. Bei 1,5 Millionen. Mach. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit aber sehr, sehr gering. Was ungesund wäre. Man weiß es halt nicht. Ne? Deswegen nehmen wir ein bisschen. Wie soll ich das jetzt sagen? Nicht zu üb. Overhyped sein, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott, eine Million oder so. Nicht so overhyped sein. Auch mal, auch mal drüber stehen und sagen, ey, ich verkaufe doch mal bei 100 K oder 120 K. Ne? Und das ist wirklich, das sind wirklich Pinatzen Da ist ja jetzt schon vom Markt Kurs bis zu bis zu 100 K. Wie viel sind das? Das sind 240 Das ist gar nichts. Und wie lange haben wir noch? Drei Jahre. Full Run Hype ist vieles möglich. Ja, siehe, guck mal, beste Beispiel. Hype ist Hype. Da kannst du machen, was du willst. Wenn er Hype da ist, dann ist er hype da. Da kannst du machen, was du willst. Hier. XCP zum Beispiel. Luna. Äh, was gibt es hier noch? Hier, 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 Pepe. Beste Beispiel. Pepe. Der hat ungelogen, ihr könnt das selber reingehen. Der hat ja ungelogen, ihr könnt das selber rein. Guck mal. Wir gehen mal kurz rein. Was hat er gemacht? 13.000 oder sowas? Oder wird das wieder nicht angezeigt, weil es zu viel ist? 30.000. 30.000 Prozent hat er gemacht. Und wir reden, wir reden hier nicht von jahrelang, wir reden hier von zwei Wochen. Das in, zwei, in zwei Wochen ist er 30.000 Prozent gepumpt. Hype. Ich werde äh, Sell-Order setzen, damit, damit ich bloß nicht anfange. Hm, nee, da kommt noch was. Ich halte weiter. ja. Schau dir Pepe an. Genau. Ne? Sehr viel, genau das. Ne? Mit Pepe hatte ich im Mai 8x gemacht. War nett. Denk dran, ne? 7%, äh, 7x gehören den hat Also abdrücken. Auch heute noch. Hype ist Hype. Da kannst, du, da kannst du machen, was du willst. Wenn der Hype da ist, pff, Rudi. Die ganzen Indikatoren bringen ja nichts, wenn der halt da ist. Ich sage, Pepe wird selbst bei dem nächsten Bullen noch 60x machen. Boah, schwer zu sagen, Bruder, schwer zu sagen. Schwer einzuschätzen und das Risiko ist es mir nicht wert. Man könnte jetzt tatsächlich 100 Dollar reinpumpen, einfach so just for fun. habe ich ja bei Lunka äh, Lunka. Bei Luna auch gemacht. Ja? Sollte Luna auf 1 Dollar gehen, habe ich 6 bis 900 Millionen Euro. Ne? Hype ist Hype, ne? Einfach auf Null gefallen. <laughs> Einfach auf Null gefallen. Low Null. Ja. Wird neue Meme-Coins geben? Ja, wird auch. Trackmeister PP, 1, 2 oder 3. Was ist eigentlich mit e äh, deutsch Was? ai deutsch Sind die jetzt tot? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich verfolge das nicht. Ne, 7. Der wird noch programmiert. Es gibt so viele Mincoins und keiner weiß, wer der nächste ist. Ja, nur Insider wissen das und die machen sich die Taschen voll. Es wird immer, es, es ist immer so, es wird immer so sein. Also hier den, da den habe ich gekauft. Den habe ich gekauft hier irgendwo, weil ich hatte noch wirklich paar hundert Dollar rumliegen, habe einfach rumgekauft, einfach just for, einfach Gambling. Er wird halt niemals einen Dollar erreichen. Er wird niemals einen Dollar erreichen, weil da zu viel auf der, auf der, Scam halt, ne? So, haben wir noch Fragen? Ansonsten mal hier zwei Hand. Ich habe Hunger. Sascha hat mir heute nichts gebracht zum Essen, deswegen muss ich mir selber machen. Das Gute ist, ich habe gestern schon meinen Gulasch gemacht und heute schmeckt er noch besser. Bevor Luna ein Dollar macht, erreicht, er ist Shiba schon bei 10. Äh, oder halt bei 5, ja. Luna wird niemals einen Dollar erreichen, niemals im Leben. Ich habe nur. Sollte das, sollte das passieren, habe ich halt sechs bis 900 Millionen Euro. Da gönne ich euch natürlich auch was, ne? So eine, so eine Sonnenbrille für 10 Euro oder so. Sollte reichen. So Fragen her. ein, zwei Fragen machen wir noch. Aber Shiva wird noch einen Move machen im nächsten Bull Run. Es werden einige Altcoins machen, ja? Werden einige Altcoins machen. Die Frage ist halt welcher? Weißt du nicht. Und du musst dann das Risiko für dich selber einschätzen. Willst du das riskieren, da reinzugehen? Willst du es nicht riskieren, da reinzugehen? Wie hoch ist das Risiko für dich, dass du da, da, da dein Geld verlierst und so weiter? Das musst du alles irgendwie abschätzen können. Ne? Janik, weil die Soße nochmal zieht äh, und dann, äh, was? Geschmacksvoller ist? Ja. Und schön in das Fleisch reinzieht. Ne? Sombrille mit Wassereis. Genau. Du hast aufgepasst. Du bekommst zwei Wassereis. Zwei. Also, diese Made in China ne, von meiner ein euro shop So, ich gucke mal schnell Telegram. So, habt ihr noch ein, zwei Fragen für den Bratan? Ansonsten macht der Bratan Feierabend. Schieber wird safe noch gut gehen. Wie gesagt, jedes, ja, jedes Mal kickt diese auch oh Schieber, ist auch günstig. Klar, mhm. ist besser als dein Gulasch. Schönen Feierabend, danke schön, sehr viel. Was siehst du da, Sascha? Was siehst du da? Weißt du, wie gut ich kochen kann, Brudi? Warte. So, weißt du, wie gut ich kochen kann? Basolis, Pasul? ist ja, Pasulis, äh, äh selbstgemachter Basolis. Also Pasulis, äh, äh, wie nennt man das? Äh, Bohnensuppe. Mit 10 Kilo, wie geht da drin und so weiter und so fort? Ne? Und 5 Kilo Zwiebeln? Die meisten wissen das ja nicht, ne? Wie richtiger Gulasch geht oder halt Pasuli. ne? Viele wissen das ja nicht. Klar ist das äh, gleich, du Pfeife. Schnauze, du musst das besser erklären. Bei dir heißt das so, bei mir heißt es anders. Du bist Deutscher, du musst aufpassen. Du bist kein Jugo, also braucht, rede nicht mit mir. Mhm. In Kroatien heißt es klar. Ich bin aber kein Kroate. Ich wünsche euch noch einen guten. Gute Profite heute. Ja, ich äh, werde wahrscheinlich ein bisschen was short. Ja. Vielleicht ist der Brater schon im Short, vielleicht ist er noch nicht im Short. Hm? Du hast einfach keine Ahnung. So, meine Freunde, in, in Kroatien heißt du auch nicht Sascha, in Kroatien sa heißt du Esel. Uh, Bratan setzt immer auf seitwärts. Äh, tatsächlich nicht, ne? Jetzt mal gucken, vielleicht äh, vielleicht sehen wir morgen etwas grünes. So. Bratan ist Insider. Ich das. So Sag das niemand. Sagt das niemand. So, Musik können wir jetzt. Ein Song können wir noch laufen lassen. Wen haben wir denn da? Haben wir irgendwas Gutes da? Da hatte ich doch Don't Stop, können wir machen, ja. Er sitzt immer in der Abstellkammer von Market Makern und lutscht. Und lauscht. Ah, lutscht, habe ich verstanden. WLD auf Null Short. Insider bei Thailänder. Egal, wenigstens Insider. Auch die Thailänder traden gut. Kannst du äh, kannst du dir die Aktie ASML anschauen? Warte mal, das muss ich mir hier aufheben. Hallo? Ist ja ein Shitcoin? Ich werde reich, ich werde Multimillionen machen mit diesen Coin. Gabi. Kein Touchpoint. Jetzt hat er Touchpoint. Bringt nichts. Nicht gut. Ach. Schwer, schwer, schwer. Vom mir jetzt den Kurs. Wieso bist du da drin oder was? Vom wir jetzt den Kurs. Nochmal vielleicht Drop 3% auf die weiße Linie. Auf die weiße Linie, maybe. Ja, ah, bearish. Ja, bin ich investiert. Flagge ist total angehalten. Ja, Fighter hat, ist gut gesagt, äh, er hat halt hier ein bisschen Support. Ah, aber Daily, ah, okay, guck 2% auf den Ribbon. Ich würde erstmal abwarten, was hier passiert bei der, ne, äh, müsstest du dir im Auge behalten, was bei der weißen Linie passiert, ne? Brrr. Müde. Hi, danke. Ja, nicht dafür. Ist doch kein Problem. Nee, lass mir so, lass mir so, scheiß drauf. So. So, wie später bei Kick? Ich bin. Äh, vielleicht bin ich bei ich weiß noch nicht. Kannst du nicht sagen. Vielleicht bin ich bei Kick, ich weiß noch nicht. Makes, this, makes no sense. Mm, 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 mm. So, meine Freunde, ich mach Feierabend. Warte, ich guck nur mal schnell, wer live ist. Warte, warte, bevor ihr geht. Wer ist denn alles da? Nix, ciao, du bleibst hier. Ich gehe noch nicht offline. Ich muss mal kurz gucken, wer da ist. Ich sehe ihn schon. So, wer jetzt noch bleibt, kann mich oben ohne sehen. Ganz easy. So. Schön, dass du heute gestreamt hast, Bratan. Dankeschön, Sascha. Vielen Dank für deine netten Worte. Vielen Dank. Äh, tschüssi, schönen Abend. Dankeschön, euch auch. Oh, uh, da ist was runtergefallen. Oh. Was geht, Bratan? Xlay, du kommst recht spät. Wer mitgeht in den Raid? Bitte sagt ein Gruß da vom Brathahn. Ja. Hahn. <laughs> We zien er, we zien ons morgen, mijn vrienden. We zien ons morgen in.